Und im Ludwigspark stand gestern das erste Endspiel für den 1. FC Saarbrücken an. Die Ansage von Trainer Rüdiger Ziel war klar: 5 Siege aus den letzten 5 Spielen, um den potenziellen Aufstieg in eigener Hand zu haben. Gestern dann aber gleich mal die Ernüchterung. Gegen Essen kam der FCS nicht über ein Unentschieden hinaus. Sie haben alles versucht. Zumindest in Hälfte 2. Der Siegtreffer aber, er wollte einfach nicht fallen. Wieder unentschieden. War es das jetzt schon mit den Aufstiegshoffnungen? Ja, keine Ahnung. Also aufhören zu spielen tun wir mit Sicherheit nicht. Ich glaube, solange es irgendwie noch möglich ist, versuchen wir weiter unsere Spiele zu gewinnen. Wir wollten 5 Spiele gewinnen. Das haben wir heute gerade sofort im ersten Spiel versaut. Schon nach 8 Minuten der Dämpfer. Essen ging in Führung, ausgerechnet nach einer Standardsituation. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil das sind wir auch bei der Videoanalyse durchgegangen, auch mit den Dingern im Rückraum. Aber ja, das ist halt manchmal Fußball. Manchmal ist dann der Instinkt dann eben halt dann nicht da vielleicht. Ja, dem FC fehlte der Instinkt vor der Pause. Essen war besser, führte verdient, war dem 0:2 näher als Saarbrücken, dem Ausgleich. Ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit können wir froh sein, dass wir einen Punkt geholt haben. Zweite Halbzeit hätten wir mit Sicherheit vielleicht sogar mehr verdient. Stimmt. Rabijic erzielte das 1:1. Der FC plötzlich mit ganz viel Herz unterwegs. Denn allen war bewusst, nur ein Dreier hilft wirklich weiter. Aber was das Team auch versuchte, der Siegtreffer, er wollte einfach nicht fallen. Schlussendlich haben wir, glaube ich, zweite Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Müssen dann das Spiel auch gewinnen. Viele Möglichkeiten, viel Power auf dem Platz gehabt. Und ich glaube, das gibt mir dann eher Mut und Hoffnung, dass wir auch die Spiele, die noch kommen werden, gewinnen werden. Zur Geschichte des gestrigen Abends gehört auch ein nicht gegebener Handelfmeter. Der FC hatte auch eine Portion Pech. Und muss jetzt auf die Patzer der Konkurrenz hoffen. Es ist jetzt noch nicht zu Ende. Wir haben trotzdem weiter jetzt noch 4 Endspiele und darauf müssen wir jetzt aufbauen. 4 Spiele sind ja Gott sei Dank noch und ja, vielleicht gelingt uns noch was. Wir werden es versuchen, aber ja, man sieht, dass es schwer ist, Spiele zu gewinnen in der Liga. Aus eigener Kraft kann der Relegationsplatz nicht mehr erreicht werden. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, weiß auch Lauterns Trainer Funkel, der gestern im Park mögliche Relegationsspielgegner unter die Lupe nahm. Im Nachgang der Partie gegen Essen kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung von Saarbrücker Fans mit der Polizei. Dabei verletzte ein Fan einen Polizeibeamten durch einen Wurf mit einem Metallgitter. Die Polizeigewerkschaft fordert Konsequenzen.